Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, Weihnachten. Gott kommt in diese Welt, wie sie ist, mit all ihren Gefährdungen, die uns dieses Jahr durch ein Virus so bewusst geworden sind. Gott geht in unser Menschsein hinein. Er ist da, das Christkind, mitten unter uns. Deshalb frohe Weihnachten wünsche ich uns allen. Bitten wir zum Beginn dieser Feier um das Erbarmen des Herrn. Führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast den Menschen in seiner Würde wunderbar erschaffen und noch wunderbarer wiederhergestellt.
Lass uns teilhaben an der Gottheit deines Sohnes, der unsere Menschennatur angenommen hat. Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Jesaja. Wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboten, der Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und Heil verheißt, der zu Sion sagt, dein Gott ist König. Horch, deine Wächter erheben die Stimme, sie beginnen alle zu jubeln, denn sie sehen mit ihren eigenen Augen, wie der Herr nach Sion zurückkehrt. Brecht in Jubel aus, jaucht zusammen ihr Trümmer Jerusalems. Denn der Herr hat sein Volk getröstet, er hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm vor den Augen aller Nationen entblößt und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem zweiten Buch an die Hebräer. Vielfältig und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. Am Ende dieser Tage hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben eingesetzt hat, durch den er auch die Welt erschaffen hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Er trägt das All durch sein machtvolles Wort und hat die Reinigung von den Sünden bewirkt und sich dann zum Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Er ist umso viel erhabener geworden als die Engel. Wie der Name, den er geerbt hat, ihren Namen überragt. Denn zu welchem Engel hat er jemals gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich gezeugt, und weiter, ich will für ihn Vater sein, und er wird für mich Sohn sein. Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in die Welt einführt, sagt er, alle Engel Gottes sollen sich vor ihm niederwerfen. Wort des lebendigen Gottes.
Ein großes Licht ist heute auf Erden erschienen. Kommt ihr Völker und betet an den Herrn und Gott. Alleluia, 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 Alleluia. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott, alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war. Sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis für ihn ab und rief: Dieser war es, über den ich gesagt habe, er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, bei einem Spaziergang durch die Mainzer Altstadt am Dom vorbei hörte ich ein Kind, wie es laut rief: Ich sehe Jesus. Ich blieb darauf stehen und daraufhin stehen und schaute, woher diese Stimme kam. Und gegenüber der Gotthardkapelle unseres Domes ist ja die große Krippe aufgebaut, und davor spielte sich diese Szene ab. Und da sah ich, dass der Vater dieses Kind versuchte wegzuziehen. Aber das Kind blieb bei seinem Ruf und wollte nicht weg. Es stand vor der Krippe und es rief: Ich sehe Jesus. Evangelium haben wir heute am ersten Feiertag gerade den Satz gehört aus dem Johannesprolog: Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater. Lässt uns dieser Satz aufhorchen, ebenso aufhorchen, sodass wir
stehen bleiben und innehalten, um diesem Satz nachzugehen? Oder klingt er eigentlich ein bisschen fremd oder ungewohnt, sodass wir uns irritiert fühlen und eher verwundert umdrehen? Wer kann Gott denn schon sehen? Vielleicht braucht es tatsächlich die Einfachheit eines Kindes, eines kindlichen Gemütes, um Jesus zu entdecken und dann auszurufen, ihn zu sehen. Die Feier der Weihnacht, die Lieder, die wir gerne singen, aber dieses Jahr nicht dürfen, die festlich geschmückte Pfarrkirche, die Kerzen, der Tannenduft, auch in unseren Wohnungen durchströmt dieser Duft uns. Und all dies scheint auch in den erwachsenen Herzen Kindheitserinnerungen vorzurufen und freizusetzen. Aber reichen diese Kindheitserinnerungen aus, um ausrufen zu können, ich sehe Jesus? Spricht die Wirklichkeit, in der ich lebe, nicht eine ganz andere Sprache? Kann ich nicht viel eher all das benennen, was nicht Gott ist? In einer Sprache der Welt, die permanent in Krisen sich befindet, in der Krieg und Unterdrückung herrscht, Unfriede, Vertreibung, Krankheit, Einsamkeit, Armut, das Lebensglück fehlt. Es gibt eine Vielzahl von Gelegenheiten, die uns eher an eine Abwesenheit Gottes erinnern und sie vielleicht in uns wachrufen und wir sie dann beklagen. Wo ist Gott? Und immer scheint Gott eher fern als nahe zu sein. Angesichts der Wirklichkeit, von der Herrlichkeit Gottes zu sprechen, das klingt wirklich als eine Herausforderung. Es ist wahr, Gott ist ein unaussprechliches Geheimnis, er ist ein Mysterium. Der heilige Thomas von Aquin formuliert es einmal so: Wir vermögen nicht zu wissen, was Gott ist, wohl eher, was er nicht ist. Und auch der heilige Augustinus sagt es ganz ähnlich: Wenn du verstehst, dann ist das nicht Gott. Die Wahrheit Gottes, liebe Schwestern und Brüder, sie übersteigt. Ja, sie sprengt im Grunde jedes Bild, das wir von ihm haben. Wie wenig können wir Gott in unsere Sprache oder in unsere selbstgemachten Bilder einzwängen, die ja doch nur unserer Vorstellungskraft entsprungen sind. Und wie wenig können wir ihn begreifen, und dennoch gilt auch für uns heute die Botschaft von der Weihnacht: Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und von daher lässt sich uns das Weihnachtsfest wieder neu für uns als ein Stück zu lernen aufgetragen sein. Dazu kann uns ein Wort hinführen, das wir bereits in der Heiligen Nacht gehört haben, das Evangelium der Mitternachtsmesse. Es berichtet, dass die Engel über den Hirtenfeldern ausrufen: Heute ist euch der Retter geboren. Das Wort heute, das bewegt uns. Im Augenblick zu bleiben, der keine Wertung, der kein Vergleichen mit irgendwelchen Idealvorstellungen kennt. Die Hirten haben sich durch das Wort der Engel berühren lassen, ansprechen lassen. Sie waren offen. Sie waren offen für das, was gerade geschehen ist, ohne die Situation gleich zu beurteilen. Ja, so waren sie. Sie waren offen für Gott. Dies gilt auch für uns. Wer beispielsweise bei einer Begegnung mit einem Menschen gleichzeitig vielleicht an frühere Begebenheiten oder Begegnungen denkt, sieht und hört sein Gegenüber nicht wirklich. Im Extremfall
veranlasst das, den anderen irgendwie zu vernichten, sei dies durch Gedanken oder auch durch Worte. Und dann das eigentliche Sehen des Nächsten tritt eine Wertung, tritt eine Gewichtung oder eine Beurteilung. Und das ist so etwas wie Blindheit. Und diese Blindheit, die wir Menschen uns teilweise antrainiert haben, steht im Zusammenhang damit, dass wir das Schauen zugunsten des Zugreifens auf die Welt verlernt haben. Wir Menschen schauen nicht. Wir wollen wissen. Wissen ist aber eine gut getarnte Spielart von Besitzen und von Haben wollen. Damit wir neu sehen lernen, gilt es also, alte Entwürfe, alte Pläne, die wir uns in unserer Vorstellungskraft vom Leben und der Wirklichkeit der Welt und auch von Gott gemacht haben, zugunsten des Augenblicks aufzugeben. Ja, manchmal braucht es regelrechte Eruptionen, um die eigentliche Herrlichkeit zu sehen. Weihnachten ist eine solche Eruption, die uns die Herrlichkeit zeigt. Über diese Herrlichkeit sagt uns das Evangelium von Jesus Christus, dass er Kunde gebracht hat. Es liegt daher an uns, das Evangelium weiterzulesen, das von der Botschaft Jesu spricht. Und es reicht nicht aus, dass wir beim Kind von Bethlehem in der Krippe stehen bleiben. Vielmehr gilt es, sich von der Hand des Vaters ergreifen zu lassen und aufzubrechen. Wir sind eingeladen, in den vielen Begegnungen Jesus zu sehen, in den Menschen, die uns tagtäglich begegnen. Ja, heute begegnet uns Gott. Heute begegnet er uns im Einzelnen und in der Einzelnen, die uns begegnet, ohne dass wir einen Blick auf die Vergangenheit festlegen, ohne dass wir den anderen die andere bewerten. Und wenn wir so das Evangelium durchgehen, dann können wir eine Vielzahl von Augenblicken ausmachen, über denen das Wort stehen kann: Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Denn immer ist es Jesus, der im Heute sich dem Mensch in seiner Herrlichkeit offenbart, das heißt zeigt. Er zeigt dabei eine Liebe, die nicht wertet, die nicht beurteilt, sondern die den anderen mit Wert erfüllt. Liebe Brüder und Schwestern, wo ich eine solche Erfahrung in meinem Leben mache, wo ich erfahren darf, dass ich von Gott geliebt, dass ich von ihm angenommen bin, so wie ich bin, und zwar trotz auch der vielen Widersprüchlichkeiten meines Lebens, da werde ich auch vielleicht ausrufen können: Ich sehe Jesus. Bekennen wir gemeinsam unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater und den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, so sein Herr, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Frau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten
dann schaffe Heilung, Vergebung der Sünde, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jesus Christus ist Mensch geworden, er kennt die Höhen und die Tiefen unseres Lebens, ihn bitten wir. Für die ganze Christenheit, der die Verkündigung und das Leben der frohen Botschaft aufgetragen ist, die in die Lebenssituation der Menschen hineinrufen darf, Gott ist da, seine Liebe gilt. Christus, höre uns. Für die Menschen in den Kriegs- und Krisenregionen unserer Erde, die sich nach Freiheit und Frieden sehen, die auf Entwicklungschancen warten und das Recht auf ihren eigenen Weg haben, besonders auch für jene, denen wir heute unser Adveniat-Opfer schenken. Christus, höre uns. Für alle, die einsam sind, die Trost brauchen, denen Probleme über den Kopf wachsen, die mit Scheitern kämpfen und sich ihr Leben ganz anders vorgestellt haben, die sich von Gott und der Welt verlassen fühlen, die deine Liebe ganz besonders stärken und berühren will. Christus, höre uns. Für alle, die die Botschaft unseres Glaubens nicht mehr erreicht und die sich dennoch nach Sinn, nach einem Halt und einem Du sehnen, Christus, höre uns. Für alle unsere Verstorbenen, für jene, die um einen lieben Menschen trauern, für alle, denen vorgeht, dass dies das letzte Weihnachten sein wird, das sie erleben dürfen, und auch für diejenigen, die einfach keinen Weg mehr zueinander finden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Guter Gott, du schenkst uns dein größtes und ermutigendes Wort in deinem Sohn Jesus Christus. Dafür danken wir dir, Heiligen Geist, heute, alle Tage unseres Lebens, bis in deine Ewigkeit. Amen. Thank you.
Christus beten. Gott, unser Vater, in diesen Gaben willst du uns Versöhnung schenken und uns wieder mit dir verbinden. Nimm sie an und gib durch sie unserem heiligen Dienst die höchste Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie bei dir. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn Fleisch geworden ist das Wort, und in diesem Geheimnis erstrahlt dem Auge unseres Geistes das neue Licht deiner Herrlichkeit. In der sichtbaren Gestalt des Erlösers lässt du uns den unsichtbaren Gott erkennen, um in uns die Liebe zu entflammen, zu dem, was kein Auge geschaut hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes, erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den hochheiligen Tag, an dem Maria in unverzerrter Jungfräulichkeit der Welt den Erlöser geboren hat. Durch ihn, unseren Retter und Herrn, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte seine Nieren und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes,
mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deine Tod, O Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in der Herrschaft. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohl gefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Laurentius und mit dem heiligen Pankratius und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Peter und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösung. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich alle unsere verstorbenen Brüder und Schwestern und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu tiefer sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dir. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich. Als Christus geboren wurde, verkündeten Engel den Frieden auf Erden. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, starker Gott, Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben an die Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch und mit deinem Geist.
Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns dein Heil. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Ich bin würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Der Leib Christi.
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, in dieser heiligen Feier hast du uns deinen Sohn geschenkt, der heute als Heiland der Welt geboren wurde. Durch ihn sind wir wiedergeboren zum göttlichen Leben. Führe uns auch zur ewigen Herrlichkeit durch ihn, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Ein herzliches Dankeschön auf Ihren Vorbruch, ein kleines Krüppchen aus unserer Kirchenuhr auf dem neuen Uhr schon zum Gottesdienst musikalischen Start. Herzlichen Dank dafür. Dafür, dass es für vielen Abend uns fast zum wir laden herzlich ein zum Weihnachtsfest heute Nachmittag um 17 Uhr hier in der Kirche. Morgen, zweiter Feiertag, hängen Sie daran. Die 9 Uhr Messe ist im Gemeindehaus. 2:08 und 11:30 dann hier in der Pfarrkirche. Und denken Sie noch daran, am Sonntag, also jetzt am 27. ist das Programm um 11 Uhr. 9 Uhr hier in der Kirche und 11 Uhr ebenfalls hier in der Kirche die Gottesdienste. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Der barmherzige Gott hat durch die Geburt seines Sohnes die Finsternis vertrieben und diesen Tag erleuchtet mit dem Glanz seines Lichtes. Er mache eure Herzen hell mit dem Licht seiner Gnade. Amen. Den Hirten ließ er durch den Engel die große Freude verkünden. Mit dieser Freude erfülle er euer ganzes Leben. Amen. In Christus hat Gott Himmel und Erde verbunden. Durch ihn schenke er allen Menschen guten Willens seinen Frieden. Durch ihn vereine er euch mit der Kirche des Himmels. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott. Einen schönen Feiertag wünsche ich Ihnen.